Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, gerade dann, wann ihr das Video gerade anguckt. Das hier ist das Bewertungsvideo für das Viertelfinale aus dem Black Showdown Turnier. Ja, eine kurze Info vorab. El Chiaro hat einen Zettel abgegeben, auf den er seine Stichpunkte aufgeschrieben hat und geschrieben hat, wen er besser fand. Und den werde ich einfach nur vorlesen, einfach weil El Chiaro keine Möglichkeit hatte, das selbst zu tun. Und nun viel Spaß mit den Bewertungen. Dann fange ich jetzt mal mit den Bewertungen von Marco103 und Little Miss Creepypasta an. Marco103 hat den Dialog ein wenig unpassend geschnitten. Ich finde, es gibt da zu lange Pausen und es wirkt nicht wirklich wie ein Gespräch. Die Musik finde ich sehr gut gewählt und die Stimmen hat er schauspielerisch sehr gut rübergebracht. Bei Little Miss Creepypasta unterscheiden sich die Stimmen ebenfalls sehr gut durch dieses wechselnde Links-Rechts-Gedröhne. Das ist da ja sehr ausgeprägt gewesen. Und dort hört es sich auch wirklich wie ein richtiges Gespräch an. Anfangs hat sie keine Musik gewählt, das finde ich recht gewagt, aber nicht unbedingt unpassend. Später in der Creepypasta spricht sie sehr energisch und ein wenig aggressiv. Und das wurde ebenfalls mit passender Musik untermalt. Ich fand, diese Runde war am schwersten zu bewerten. Beide haben ihre Arbeit wirklich sehr gut gemacht und ich finde es schade, dass einer von denen bereits im Viertelfinale ausscheidet. Marco103 hat meiner Meinung nach den Anfang im Vergleich zu Little Miss Creepypasta verkackt, da er es nicht wie ein richtiges Gespräch geschnitten hat, sondern einfach zu lange Pausen dazwischen hat, wie ich finde. Kann sein, dass das bei euch anders rüberkommt, aber ich fand das halt nicht wie ein richtiges Gespräch. Auch im letzteren Teil unterliegt Marco ein bisschen, also auch nur ganz knapp, da Little Miss dort schauspielert, aggressiv und energisch wird und zum Ausdruck bringt, wie wütend sie über den Müll ist, den der Typ programmiert hat. Und deshalb geht meine Stimme nach langem Überlegen an Little Miss Creepypasta. Kommen wir nun zu meiner Stimme bei Marco103 und Little Miss Creepypasta. Ja, da ich der Autor der Creepypasta bin, habe ich dann natürlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Man verzeihe mir deswegen, also es kann natürlich sein, dass mein Blick dadurch etwas stärker abweicht als bei anderen. Ich muss sagen, diese Creepypasta war sehr schwer, sehr, sehr schwer, denn es sind 4 Stimmen zu sprechen und 4 Stimmen zu bewältigen als einen Sprecher, das ist schon eine Leistung und ich muss sagen, dafür haben beide eine großartige Arbeit abgeliefert. Was ich allerdings sagen muss, ist bei Little Miss Creepypasta war am Anfang die Abmischung im Dialog etwas verkackt, ja, leider. Daran könnte man arbeiten, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber man hätte daran arbeiten können. So. Dann fand ich, muss ich sagen, bei Marco manchmal ein bisschen die Betonung etwas seltsam und ich war mir dann insgesamt nicht ganz sicher, aber ich fand, er hat so zum Abschluss, ich fand, er hat eine sehr schöne Stimmung rübergebracht. Bei Little Miss Creepypasta, das Rauschen am Ende fand ich auch nicht so passend, aber es war natürlich in Ordnung. Ich muss sagen, beide haben eine sehr gute Stimmung abgeliefert und beide hatten nur sehr wenig Fehler und ich muss sagen, großen Respekt an beide Sprecher, dass sie diese Creepypasta so hinbekommen haben, denn es war wirklich nicht einfach und ich muss jetzt zum Abschluss, will ich meine Stimme abgeben, sie geht sehr knapp an Marco103. Wohl eine der schwersten Entscheidungen bisher in diesem Turnier, doch ich möchte mich auch hier wieder einmal nicht enthalten, sondern eher auf einzelne Kriterien eingehen. Für mich wurde Little Miss Creepypasta zum Ende hin besser, während Marco am Anfang seine Stärken zeigte. Beide hatten leichte Probleme beim Verstellen der Stimme, so zum Beispiel Marcos eher kindlich klingende Mutter. Die Musik war bei beiden nicht gerade üblich, aber dafür sehr gut gewählt. Meine Stimme geht aber trotz der knappen Entscheidung an die Little Miss Creepypasta. So hat sie technisch bessere Leistung erzielt, indem sie verschiedene Seiten für die Sprecher nahm und ihre Stimme am Ende auch besser verzerrt hatte. Der Vater klang aufgrund von verschiedenen Interpretationen bei Miss eher demotivierter bzw. enttäuschter, während er bei Marco einen besseren Eindruck als genervtes Elternteil erzielte. Marcos Dialog war teils besser von der Betonung, die Musik war etwas mehr im Vordergrund als bei seiner Gegnerin,
was in diesem Fall nicht wirklich schlecht war. Die Musik erzielte dafür aber bei Little Miss Creepypasta eine bessere Wirkung am Ende. Auch der Rauscheffekt zum Schluss wurde sogar gut umgesetzt und war überraschend. Die Betonung im Zusammenspiel der Bearbeitung im Verlauf der Geschichte lässt mich den Punkt somit an Sie vergeben. So, Little Miss Creepypasta gegen Marco 103. Ich persönlich finde, dass beide Teilnehmer eine wirklich gute Leistung hier erbracht haben. Dementsprechend fiel mir die Entscheidung schon etwas schwer. Zum Dialog am Anfang, ich fand die schauspielerische Leistung von Marco besser. Little Miss scheint das Ganze irgendwie ein bisschen anders interpretiert zu haben. Und da hat mir persönlich so ein bisschen das Genervte beim zweiten Gesprächspartner, sage ich mal, gefehlt. Aber der Erzählteil gefiel mir bei Little Miss besser. Einfach weil ich Marcos Betonungen zum Teil irgendwie ein bisschen verwirrend und nicht ganz zum Satzbau passend fand. Dann zur Tonbearbeitung, die bei mir einen großen Teil der Entscheidung übernommen hat. Die fand ich persönlich bei Little Miss um Längen besser. Sie hat ein bisschen mit dem Panorama gespielt, also beim Dialog, die eine Person war ein bisschen weiter links, die andere weiter rechts. Das klang ziemlich gut. Und auch sonst klang sie meines Erachtens nach alles in allem präsenter. Und dann noch zur Computerstimme am Ende. Bei Marco fand ich die irgendwie ein bisschen zu düster. Bei Little Miss klang sie für mich realistischer, monotoner, was bei einer Computerstimme ja eigentlich gut ist und auch sonst besser bearbeitet. Dementsprechend geht meine Stimme auch an Little Miss Creepypasta. Vielleicht werde ich etwas schneller reden müssen, weil ich viel geschrieben habe. Sowohl Little Miss Creepypasta als auch Marco 103 haben wirklich gute Runden abgeliefert. Gute, jedoch sehr unterschiedliche Runden. Marco hat eher gesprochen wie jemand in der Geschichte, was man teilweise besonders durch die Pausensetzung und Betonung gehört hat. Little Miss allerdings klang eher irgendwie übergeordnet und vor allem urteilend und wütend. Ihre aggressive Stimme gegen Ende hat mir wirklich gut gefallen. Jedoch habe ich an ihrer Runde auch ein paar Sachen auszusetzen. Was mir sofort auffiel, war die Mische am Anfang, im Dialog. Vielleicht bin ich einfach nur zu penibel, aber ich konnte mir das leider kaum anhören. Beide Rollen waren entweder viel zu weit links oder viel zu weit rechts. Noch dazu hat man noch das Rauschen im Hintergrund gehört. Beim Anhören fand ich es extrem unangenehm und auch das Schauspiel des Mädchens fand ich eher seltsam. Das Schauspiel des Jungens jedoch sehr gut und passend. Dann kommt der Hall, den sie beim Erzählerpart auf ihre Stimme gelegt hat, der irgendwie nicht zu dem Vorangegangenen und dieser Art von Erzähler passt und auch irgendwie extrem undefiniert klingt. Dafür hat sie eine gute Musik gewählt, gute Pausensetzung, extrem gute Betonungen und ist alles in allem eine sehr, sehr gute Erzählerin. Bei Marco finde ich eher weniger zu kritisieren. Am Anfang seines Erzählerparts spricht er ein paar Wörter minimal undeutlich aus und die Musik ist am Anfang gut passend, gegen Ende wirkt sie jedoch zu relaxend irgendwie. Dafür gefällt mir allerdings bei Little Miss Musikuntermalung nicht, dass zuerst die Musik ausblendet und dann noch das laute Rauschen kommt. Wirkt irgendwie ein wenig sinnlos auf mich. Bei beiden gibt es also eher oberflächliche Sachen zu kritisieren. Und da ich einfach bei Marco weniger Unpassendes gefunden habe, bekommt er meinen Punkt. El Chiaro findet, dass Marco 103 die bessere Musik verwendet hat und die verschiedenen Charaktere unterschiedlicher vorgetragen hat. Er findet, dass Little Miss Creepypasta ganz leicht gelangweilt klingt und Emotionen zwar vorhanden sind, nur an falscher Stelle zu stark hervorgehoben werden, während sie an anderen Stellen zu kurz kam. Und deshalb gibt El Chiaro den Punkt an Marco 103. Nun ist es wirklich eine sehr gemeine Entscheidung, da die Jury, wir haben 6 Jurymitglieder und sie haben 3-3 gestimmt. Das bedeutet, dass der Uservote entscheidend ist. Little Miss Creepypasta hat 17 Stimmen bekommen, während Marco 23 Stimmen bekommen hat. Damit hat Little Miss Creepypasta 43,58% und Marco 58,97% der Gesamtstimmen erhalten. Und somit würde man jedem für den User Vote 2 Punkte geben. Und somit steht es immer noch unentschieden. Also wird das in Relation gesehen von den einzelnen Stimmen her. Und dort hat Marco 23 und Little Miss Creepypasta 17, sodass Marco 103 eine Runde weiter ist. Dann kommen wir jetzt zu der Bewertung von Refine gegen Chan. Zuerst fange ich mit Refine an.
Refinae hat einen Akzent, für den kann sie natürlich nicht, aber ist ein wenig störend. Aber diesmal kann ich sogar alles verstehen und deshalb gibt es für den Akzent keinen Abzug. Das Traurige, also der traurige Vortrag, den finde ich gut und somit ist die Musikuntermalung auch passend. Aber es hat irgendwie nichts Besonderes, es ist relativ langweilig und Standard, wenn ich das so sagen kann. Bei Chan ist es halt nicht gruselig, sondern eher wissenschaftlich vorgelesen. Das habe ich als eine gute und erfrischende Idee empfunden. Und in diesem Zusammenhang ist die Musik von Chan auch passender gewählt. Auch das Ende hat Chan besser rübergebracht als Jenny. Ich finde die Runden ebenfalls sehr schwer zu vergleichen, da beide Sprecherinnen sehr unterschiedlich vorgetragen haben. Das Traurige von Refinae finde ich allerdings im Vergleich zu Chans Vortrag relativ langweilig, einfach weil Chan eine neue Idee reingebracht hat, die man nicht unbedingt erwartet hat. Deshalb geht mein Punkt an Chan Chidori. Nun zu meiner Stimme bei Chan Chidori vs. Refinae. Ich muss sagen, ich bin etwas unschlüssig gewesen, denn Refinae kriegt natürlich normalerweise von mir immer einen leichten Abzug, sage ich mal, weil ich mit ihrem Akzent nicht so gut zurechtkomme. Was ich sagen muss, ist auf jeden Fall, Refinae hat sehr gut gesprochen, fand ich. Ich fand es auch schön vorgetragen. Bei Chan Chidori fand ich es etwas zu schnell und ich fand die Musik total unpassend. Weswegen ich, wenn ich den Abzug wegen des Akzents außer Acht lasse, dieses Mal für Refinae stimme. Kommen wir zu meiner Bewertung von diesem Duell. Um erst einmal wieder einen Überblick zu gewinnen, gehe ich erstmal auf die zwei Interpretationen ein. So hat Refinae eine traurige Atmosphäre im Gegensatz zu Chans eher belehrendem Erzählstil gewählt. So nahm Refinae auch eher eine traurigere Musik, die dies unterstützte, und eine sehr langsame Sprechweise. Chan hingegen hatte eine eher seltsame, dafür aber umso einzigartigere Musik genommen, die nicht gerade unpassend war und in ihren Erzählstil unterstützte. In der Kombination ungewöhnlich für eine eigentliche Gruselgeschichte. Refnay bleibt über das Video eher auf derselben Stimmung in ihrer Version, während Chan etwas mehr versucht, mit ihrer Betonung zu spielen. Dafür wirkt aber Chan auf das Ende hingesehen unpassend. Ansonsten hat sie den Stil einfach besser gewählt. Zu guter Letzt noch die Anmerkung, dass Refinays Version etwas leise war. Nicht unbedingt erwähnenswert, aber daran ist vielleicht auch noch zu arbeiten. Meine Stimme geht somit an Chan. Refinae gegen Chan Chidori. Bei dieser Runde möchte ich mich gerne enthalten, einfach weil ich mit dem Akzent von Refinae ein großes Problem habe. Und ich würde meine Entscheidung eigentlich nur sehr ungern an diesem einzigen Punkt festlegen. Deswegen muss ich mich hier wohl oder übel enthalten. Eine schwere Runde. Ich vergleiche mal am besten alle möglichen Punkte der beiden. Musikuntermalung. Bei Refinae war es atmosphärisch passend, düster. Allerdings war es eines der typischen Stücke, die man extrem oft bei Creepypastas hört. Chans Version klingt irgendwie fröhlich. Eher nicht, aber es soll wohl irgendwie futuristisch oder wissenschaftlich oder so wirken. Irgendein Problem habe ich mit diesem Musikstück. Ich kann es nur nicht richtig in Worte fassen. Seltsam trifft es wohl am besten. Betonung plus Pausensetzung. Ich fand Refinae hatte gute Betonungen und Pausen. Etwas längere Pausen zwischen den Sätzen und nach Kommas. Gemischt mit der Musik ergibt das die richtige Stimmung. Eher düster und geheimnisvoll. Chan klang irgendwie seltsam motiviert zu Anfang. Zu Anfang klingt sie auch nicht wirklich passend zu der Geschichte, sondern auch eher passend zu ihrer unpassenden Hintergrundmusik. Also unpassend. Unpassend abgelesen. Bei Chan konnte man wirklich irgendwie anhören, dass sie abgelesen hat. Zu Anfang. Zu Anfang ist sie auch an einer der Stellen schnell. Wie man merkt, viele meiner Kritikpunkte ist Chan vor allem am Anfang. Gegen Ende wird es besser. Bei der Mische haben sie beide keine wirklichen Fehler erlaubt. Chan ist sehr gut verständlich, geht nicht in der Musik unter und klingt unheimlich klar. Bei Refinae schwingt das Rauschen etwas mit ihrer Stimme mit und die ist im Gegensatz zu Chan ziemlich leise. Beim Cutten musste ich sie sogar etwas lauter stellen. Und geht damit beinahe in der Musik unter. Trotz besserer Mische wähle ich Refinae, da sie gute, stimmige und atmosphärische Betonungen, Pausensetzung und Musik hatte. El Chiaro findet, dass Chan Chidori eine interessante, unerwartete Erzählweise angewendet hat. Die Musik hat sie passend gewählt und ist auch passend zum Erzählerstil.
einen kleinen Fehler in der Aussprache hat sie eingebaut, und zwar hat sie VM als YM ausgesprochen. Das aber nur in Klammern, also ist nicht so schlimm. Refine hat, wie er findet, alles traurig vorgetragen. Dies ist zwar gut, aber nichts Neues. Und außerdem findet er, dass sie etwas zu langsam vorgetragen hat. Deshalb gibt er den Punkt an Chanchidori. Damit steht es vom Jury-Vote her 2-3 für Chan. Es gibt eine Enthaltung von Yavi. Und nun zu den User-Vote-Stimmen. Dort hat Refine 5 Stimmen erhalten und Chanchidori 8. Das heißt, Refine hat 41,66% und Chanchidori 66,66%. Und somit erhält Chanchidori 3 Punkte für den User Vote und Refine erhält nur 1 Punkt. Damit ist das Gesamtergebnis 3 Punkte für Refine und 6 Punkte für Chan. Damit ist Chanchidori eine Runde weiter. Und nun zu den letzten zwei verbliebenen Jurymitgliedern im Turnier, Magdim gegen Helchestor. Es gibt natürlich am Anfang gleich schon zwei Enthaltungen, einfach weil Magdim und Helchestor nicht abstimmen dürfen in diesem Kampf. Ja, was habe ich mir denn hier so aufgeschrieben? Ich finde, dass Magdim alles sehr dramatisch und sehr gut vorgelesen hat. Die Musik finde ich passend gewählt und die Stimme von dem Pizzaesser, nenne ich ihn mal, ist ebenfalls sehr gut zu unterscheiden von der normalen Stimme. Bei Helchestor ist die Musik wechselnd, glaube ich. Oder ist es einfach nur ein Musikstück, das sich ständig ändert? Falls es aber, falls du aber ständig die Musik geändert hast, finde ich das eine sehr tolle Idee. Helchester hat es nicht so dramatisch wie Magdim vorgetragen. Und mir kam es bei der Creepypasta auch ziemlich auf die Dramatik an, um den Plot besser rüberbringen zu können. Ja, das Ende, wo denn die Musik laut wird, war belustigend, aber es soll halt nicht belustigend sein, sondern dramatisch und gruselig, und deshalb geht der Punkt an Magdim. Magdim, Helchester, ja, ganz schnell, ganz kurz, ich fand beide super, beide keine Fehler, ich kann mich für keinen entscheiden, Enthaltung. Magdim vs. Helchester. So, an sich hatte Magdim zwar die bessere schauspielerische Leistung im Gesamten gesehen, mir persönlich war diese zum Teil aber viel zu übertrieben, sodass ich die Pasta nicht ernst nehmen konnte und mir eigentlich schon recht früh denken konnte, dass es sich hier um eine Trollpasta handelt. Da gefiel mir Helchester im Großen und Ganzen etwas besser. Zwar hatte er weniger Schauspiel, kam dafür aber beständiger rüber. Außerdem gibt's für Helchester ein großes Plus von mir für die wechselnde Musik, die die Stimmung in der Szene gut unterstreicht. Außerdem, das Ende war awesome. Insgesamt sehe ich persönlich mehr Arbeit und Mühe bei Helchester, deswegen geht meine Stimme auch, wenn nur sehr knapp, an ihn. El Chiaro findet, dass Magdim die Atmosphäre besser aufgebaut hat, die Musik passender gewählt hat und den Plot besser rübergebracht hat. Allerdings findet er, dass Helchester flüssiger gelesen hat. El Chiaro gibt den Punkt an Magdim. Nun wieder die wundervolle Verkündung der User-Vote-Punkte. Helchester hat 1 Punkt von der Jury bekommen und Magdim 2 Punkte. Es gibt 3 Enthaltungen, einmal Helchester, einmal Magdim, einfach weil sie in der Jury sitzen und sich nicht selbst bewerten dürfen, und dann noch Asthena. So, der User-Vote. Helchester hat 3 Kommentare von den Usern erhalten und Magdim 8. Das bedeutet, Magdim hat einen wirklich größeren Teil abbekommen, und damit steht es 3-1 auch beim User-Vote für Magdim. Und damit hat Helchester insgesamt 2 Punkte und Magdim hat insgesamt 5 Punkte, und damit ist Magdim eine Runde weiter. Und nun zu der letzten Paarung aus dem Viertelfinale, Mephisto gegen Hidenki. Hidenki hat eine sehr passende Musik ausgewählt. Es ist zwar im Hintergrund ein geringes Rauschen zu hören, aber wenn man das mal mit dem Rauschen bei Mephisto vergleicht, ist das nix. Hidenki hat die alte Frau sehr gut gesprochen, sehr gut geschauspielert, finde ich ebenfalls besser als bei Mephisto. Und ja, die Erzählerstimme oder was das da war, also den Rest hat er auch sehr gut vorgelesen. Mephisto hat ebenfalls die Musik gut gewählt. Allerdings
fand ich die viel zu laut. Und dann hatte er da auch noch ein Rauschen. Und das war auch ziemlich laut und hat am Anfang so zwei, drei Sätze vorgelesen, wo auch Pausen zwischen waren, die da irgendwie nicht hingepasst haben. Mephisto hat die alte Frau zwar auch gut gesprochen, aber nicht so gut, wie Hidenki sie gesprochen hat. Und deshalb geht mein Punkt klar an Hidenki. Mephisto muss sich wirklich mehr mit der Bearbeitung und dem Mischen der Audiodateien beschäftigen, damit man, ja, da ist halt Rauschen und Musik zu laut und das ist halt schon dramatisch. Nun kommen wir zu meiner Stimme bei Hidenki versus Mephistos Erbe. Ich muss sagen, ich fand beide sehr schön. Natürlich hatten beide ein paar kleinere Probleme. Erstens mal eine Rauschentfernung oder eine stärkere Rauschentfernung wäre vielleicht angebracht. Bei beiden. Zum anderen, was ich noch sagen wollte, ich fand, Hidenki hat sehr schön vorgetragen, sehr schöne Erzählerstimme und hat die Hexe auch sehr schön gespielt. Also er hat gespielt. Ich fand es nicht ganz passend, wie er es gespielt hat, aber ich fand es gut, dass er sie so stark gespielt hat. Mephistos Erbe hat eher so ein bisschen leichter in Stimme verstellt, nicht so stark wie Hidenki. Und ich muss sagen, bei Mephistos Erbe fand ich, es war eine ganz andere Stimmung. Ich fand von beiden die Musikauswahl passend. Ich bin mir aber etwas unentschlossen, muss ich sagen. Deswegen enthalte ich mich meiner Stimme. Ich sag's gleich im Vornherein, Stimme an Hidenki. Er hatte eine passende Atmosphäre erzeugt mit seiner unterstützenden, leichten Musik, die in diesem Fall unheimlich wirkt. Im Gegensatz dazu war Mephistos Musik etwas zu laut eingestellt und einfach nicht so passend wie bei seinem Gegner. Auch die Qualität war bei Mephisto, auch im Vergleich zur Achtelaufnahme, schlechter. Anscheinend hatte er sich diesmal nicht so viel Mühe bei der Bearbeitung gegeben. Er bekommt abgesehen davon die Erzählerstimme besser hin, macht aber dafür solche Schmatzlaute, die mich persönlich stören, da ich mich selber immer dabei in Aufnahme erwische. Mephisto hätte mit seiner spezielleren Stimme wirklich punkten können, aber man merkt es Hidenki einfach viel mehr an, dass er sich mehr reingehängt hat. Zwar finde ich für eine Creepypasta Hidenkis Oma-Stimme nicht ganz so passend, eher lustig gehalten, aber allgemein besser gelöst und hebt sich mehr ab von normalen Sprechgewohnheiten in solchen Geschichten. Insgesamt hat Hidenki einfach eine bessere Qualität abgeliefert. Hidenki gegen Mephistos Erbe. Zuallererst möchte ich gesagt haben, dass ich Mephistos Musik persönlich viel zu laut fand und dementsprechend zum Teil echt Probleme hatte, ihn zu verstehen. Gut, dann. Der Erzählteil hat mir im Großen und Ganzen bei Hidenki besser gefallen. Ich konnte mit seinen Betonungen einfach mehr anfangen. Und ja, die schauspielerische Leistung bei der Stimme der alten Frau, na, ich weiß nicht, war meiner Meinung nach bei beiden nicht so das Gelbe vom Ei. Hidenki hat meiner Meinung nach seine Stimme besser verstellt, aber Mephistos Erbe an sich besser betont, auch wenn es etwas zu schnell war für mich. Ansonsten gibt's von mir bei der Musikauswahl ein kleines Plus für Hidenki, einfach weil Mephistos Lied einfach erstens viel zu laut war und zweitens, weil ich das gewählte Lied einfach nicht mehr hören kann, weil es einfach schon so verdammt oft benutzt wurde. Dementsprechend geht meine Stimme hier an Hidenki. Und erneut eine knappe Entscheidung. Beide haben extrem gute Stimmen, wie ich finde. Jedoch ist auch ein Problem bei beiden. Das Rauschen. Bei Hidenki hört man das Rauschen vor allem in den Pausen bei den Erzählerparts. Und bei Mephistos Erbe hört man es nahezu durchgängig. Dafür klingen beide Stimmen irgendwie warm und gut anzuhören. Im Vergleich mit Mephisto fand ich Hidenkis Version der alten Frau wirklich gut. Mephisto hingegen war zwar gut, jedoch lange nicht so gut wie Hidenkis. Bei beiden fällt mir bei den Betonungen absolut nichts wirklich störend ins Auge. Mein Vergangenheits-Ich sitzt gerade am PC und versucht krampfhaft bei irgendeinem der beiden etwas zu finden, was an Betonung und Pausensetzung stört, aber es findet nichts. Da kann ich also schlecht etwas kritisieren. Musikuntermalung. Hidenkis Musik fand ich gut. Dieses Geklimper wirkt irgendwie unheimlich und mystisch, passend zu der Frau mit den Wünschen. Mephistos Musik war auch gut, jedoch eines der zahlreichen Miyuji-Lieder, die man schon hunderte Male gehört hat. Und leider ist es auch viel zu laut gestellt, sodass seine Stimme darin etwas untergeht. Außerdem stört mich bei ihm, dass man zwischen den Sätzen oft einen Schmatzen hört. Insgesamt haben mir jedoch beide Nachbearbeitungen nicht wirklich gut gefallen, da oft so gecuttet wurde, dass Atmer mittendrin abgebrochen sind oder man viele Nebengeräusche hat.
Insgesamt war diese Entscheidung extrem schwer, aber dank ein paar Kleinigkeiten, nicht zu lauter Musik, einer guten Hexenstimme und so weiter, bekommt Hidenki verdammt knapp meinen Punkt. El Chiaro findet, dass Hidenki eine angenehmere Aussprache hat, dass Hidenki atmosphärisch besser war und Hidenki die alte Frau besser dargestellt hat. Er findet die Musik bei Mephisto etwas zu laut, deshalb gibt er den Punkt an Hidenki. Und nun wieder zur Verkündung der User-Vote-Stimmen. Das Ergebnis ist jetzt ja schon ziemlich abzusehen. Ja, Hidenki hat 8 Kommentare erhalten und Mephisto 3. Das ist genauso wie bei Hellchester gegen Magdum und somit hat Hidenki 3 User-Vote-Stimmen und Mephisto 1. Dadurch hat Mephisto insgesamt 1 Punkt, durch den User-Vote, und Hidenki insgesamt 8 Punkte, die setzen sich zusammen aus 5 Jury-Punkten und 3 User-Vote-Stimmen und damit ist Hidenki weiter. Ja! Endlich nach geschlagenen 26 Minuten endlich fertig mit den Bewertungen. Die Sieger aus den Viertelfinalrunden stehen fest. Und zwar sind das Magdum, Hidenki, Shanshidori und Marco 103. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. Die Paarungen für das Halbfinale sind Marco 103 gegen Shanshidori und Magdum gegen Hidenki. Das sind wieder 2 sehr interessante Paarungen, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Die Creepypastas, die ihr vertonen müsst, findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr besser findet. Dieses 3 Minuten lange Video, wo einfach die Punkte vorgelesen werden. Oder dieses ausführliche Bewertungsvideo, wo man die Jurymitglieder hören kann, was sie gut und was sie schlecht fanden. Ja, schreibt das bitte in die Kommentare, ob ihr das oder anders haben wollt, damit wir uns auch verbessern können. Vielen Dank dafür. Ja, ansonsten, Abgabetermin wäre dann, muss ich mal eben gucken, ich glaube der 9., der 9.8. Und dann werden die alle am 10.8. Hochgeladen, glaube ich. Vielleicht auch nicht, vielleicht ändert sich das nochmal. Darüber informieren wir euch aber dann ganz, ganz genau. Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Winke, winke.